Hey und herzlich willkommen auf meinem neuen Vlog. In diesem Vlog möchte ich über ein Thema reden, was ich bereits mal aufgegriffen habe. Es geht darum, dass ich von einer Betrügerin ausgenutzt und betrogen wurde und dass ich eine Affäre für die Person war, obwohl sie mir eine Ehe vorgetäuscht hat. Also so viel dazu. Es ist in der Zeit einiges Neues passiert und das werde ich auch genauer erläutern. Falls du dachtest, dass du mich los wärst, indem ich das eine Video mache, hast du dich getäuscht. Ich werde so lange darum kämpfen, dass du endlich zur Geltung gezogen wirst. Komme es, was es wolle. Ich werde natürlich deinen Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erwähnen, aber einige werden wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist. Und das ist auch gut so. Sorry für die Unterbrechung, aber über 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr meine Videos liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Denn nur so kann ich Reichweite generieren und nur so werde ich unterstützt. Das ist alles kostenlos, das kostet euch überhaupt nichts, also bitte führt die Schritte durch, die ich euch zeige. Andere werden sich sicher fragen, wer ist denn jetzt hier eigentlich gemeint? Ich werde, wie gesagt, keine Namen nennen, damit man mich nicht anzeigen kann. Aus gutem Grund, ich möchte nämlich keine Anzeige kassieren. Ich habe sogar Beweise, also von der Tat, die man mir angetan hat und die man der Person, die mich davor gewarnt hat, angetan hat. Die Beweise werde ich allerdings nicht zeigen, es sei denn, ich könnte es theoretisch zensieren und dann zeigen, aber das würde nicht viel ausmachen. Also das würde nichts beweisen, weil die Namen dann halt zensiert sind. Dementsprechend, also ich habe Beweise. Falls man mir nicht glaubt, kann man mich gerne privat anschreiben und ich kann euch die Beweise zusenden. So viel dazu. Also diese Person hat sich mehrere Bauernopfern ausgesucht, die mich halt auch verarscht hat. Ich war auch ein Bauernopfer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe nämlich mein Handy ihr gesendet, also geschenkt. Und ja, sie hat es verkauft, weil sie Geldhu*** ist. Und nicht nur, schlimmer als das, sie ist eine Wanderhu*** die wandert überall herum in Deutschland und vögelt jedem Mann, den sie in Kontakt kommt. Der Mann, der mich vor ihr gewarnt hat, hat ich will jetzt nicht lügen, aber über 30.000, 40.000 Euro an sie überwiesen. Sie hat sich damit einen Skoda Octavia geleistet, laut meiner Quelle. Meine Quelle ist ein Kumpel von mir. Den Namen werde ich auch nicht erwähnen, weil ich glaube nicht, dass er erwähnt werden möchte. Ich habe auch noch diverse andere Quellen, die besagen, dass ja, sie halt sich ein Auto damit geleistet hat. Sie arbeitet nicht, sie ist verheiratet mit einem Mann. Sie ist standesamtlich verheiratet mit einem Mann, der arbeitet und macht nicht mal hinter seinem Rücken, weil ich glaube, die sprechen sich da irgendwie privat damit ab. Ich glaube, die haben eine offene Ehe oder so. Diese Person, die mich verarscht hat, hat die Person, die mich vor der Person gewarnt hat, die mich eben verarscht hat, über 40.000 Euro mindestens gescammt. Mit Lügen wie, ja, sie würde sich von ihrem Ehemann trennen für ihn und es gäbe eine Zukunft mit ihr und ihm. All diese Lügen glaubt diese Person, weil sie sehr verliebt in diese Hexe, in diesen Schmutzfleck, in diese F***e ist. Ja, F***e. Genau. Sie hat auch irgendwie Lügen erzählt, auch mir, dass sie aus Versehen mit ihrem Ehemann verheiratet war. Wie das gehen soll, habe ich keine Ahnung. Man wird aufgeklärt, dass man gerade heiratet. Man unterschreibt Dokumente, die man sich vorher durchlesen muss. Nicht, unterschreib das mal kurz. Sie hat das irgendwie so dargestellt, dass sie ein Cosplay gemacht hat mit ihrem Mann. So als würden sie heiraten, aber wer das glaubt, der hat ein IQ von unter 70. Also das ist nicht normal. Sie
denkt, sie kommt damit durch. Und sie kommt sogar damit durch, weil der Mann, der mich vor ihr gewarnt hat und der auch verarscht worden ist, glaubt ihr das? Aber nicht, weil er dumm ist, sondern weil er blind vor Liebe ist. Seine und meine Gutmütigkeit werden oder wurden, also bei mir wurde es, bei ihm wird es, zu Füßen getreten. Diese Person hat keine Scham. Diese Frau ist das Epitom von ekelhaft. Ein bestes Beispiel für einen Menschen, wie man ihn nicht um sich herum haben möchte. Und das Problem dabei ist, das ganz große Problem dabei ist, diese Frau nutzt diesen Mann, diesen armen Mann, weiterhin aus. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieser arme Mann mittlerweile unzurechnungsfähig ist. Dafür kann er nichts. Und das weiß sie. Sie nutzt ihn gezielt damit aus. Sie hat nicht nur ihn, sie hat nicht nur mich gehabt. Sie hat mehrere Männer. Wirklich dutzende Männer, eine Handvoll Männer. Und ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen kann und weiterhin Kontakte knüpft. Keiner, wirklich keiner, keinem ist es bewusst, was für eine Schlampe diese Person ist. Was für eine ekelhafte, wirklich von Schmutz getriebene Person diese Frau ist. Diese Frau gehört hinter den Gittern. Ich habe schon versucht, sie anzuzeigen, doch ohne Glück. Denn Schenkungen, also ich habe ihr mein Handy geschenkt. Und Lügen, also weil sie hat mich ja angelogen, dass sie Single sei und dass sie mit niemandem was zu tun hat, mir eine Ehe vorgetäuscht hat, kann man die Person nicht anzeigen. Und ich hoffe auf ein Wunder. Wirklich, ich bete, wirklich, ich mache Bittgebete, dass diese Frau sowas von ein Karma bekommt, dass sie alles wirklich heimgezahlt bekommt. Mir ist es egal, ob das im Diesseits ist oder ob das im Jenseits ist. Also im Jenseits wird sie definitiv nicht weit kommen. Sie wird in die Hölle landen. Sie wird da verschmoren. Vor allem, weil sie so getan hat, als wäre sie eine Muslima, wird sie in der Hölle wirklich für alle Ewigkeit leiden. Das ist nicht nur brennen, das ist die schlimmste Art von Folter, die man sich vorstellen kann. Die das menschliche Bewusstsein sich vorstellen kann. Das ist die 7. Stufe der Hölle und sie wird da auf ewig leiden. Das hoffe ich. Denn das, was sie den Menschen hier antut auf dieser Welt, das ist nicht normal. Und ich hoffe, dass ich richtig liege. Ich hoffe, dass es diese Hölle gibt, in der sie landen wird. Natürlich wäre ich auch zufrieden damit, dass sie auf dieser Erde, auf dem Diesseits, ihre Strafe bekommt. Für diejenigen, die nicht an den Islam glauben oder generell an Leben nach dem Tod. Ich hoffe, dass sie auf irgendeine Art und Weise ihre Strafe bekommt. Darum hoffe ich. Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich wollte ein kleines Update machen. Ich wollte nur mal euch Bescheid sagen, was für ein Schmutzfleck diese Frau ist. Wirklich, also das ist ekelhaft. Ich cringe, wirklich, ich cringe, wenn ich schon darüber nachdenke. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt bis zum Schluss. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann liked dieses Video, abonniert mich und aktiviert die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Und ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute und einen schönen Abend, denn wir haben derzeit 18:55 Uhr. Bis zum nächsten Video.